sein unrühmliches Ende bei Manchester United oder auch sein Horrorfoul gegen Olfi Inge Haaland, das dessen Karriere beendete. Das sind nur einige der brisanten Themen in Roy Keanes zweiter, schonungslos offener Autobiografie The Second Half. Darin verrät er, wie ein Interview bei Manchester United TV, in dem er kein gutes Haar an Teamkollegen ließ, sein Schicksal bei United besiegelte. Keane musste zunächst eine Geldstrafe zahlen. Es folgte eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Assistenten Carlos Queiroz. Schließlich musste Keane zum Rapport beim Trainer. Sir Alex Ferguson teilte ihm mit, dass sein Vertrag aufgehoben wurde. Der aktuelle Co-Trainer von Aston Villa schreibt, dass er es heute bedauert, sich nur wenige Tage später bei Ferguson und Queiroz entschuldigt zu haben. Was der ehemalige irische Nationalspieler allerdings nicht bedauert, ist das harte Einsteigen gegen Haaland. Typisch Keane eben.